Herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing-Video hier bei Abenteuer Brettspiele. Diesmal mit einem Spiel von Asmodee in Deutschland verlegt, nämlich vom Sandcastle Games Verlag. Res Arcana von Tom Lehmann. Ja, die deutsche Ausgabe, wie ihr sehen könnt, ist jetzt vor kurzem auch in den Handel gekommen und ist so ein, ja, kleines Kartenspiel sozusagen, was aber schon recht anspruchsvoll sein soll. Und da habe ich mich durchaus drauf gefreut, weil ich da viel Positives von gehört habe. Und ja, sieht auf jeden Fall von Illustrationen und dem Cover schon mal ganz nett aus. Und ich möchte einfach mit euch zusammen in diese kleine Box reinschauen, denn so wahnsinnig groß ist sie nicht und so wahnsinnig viel ist, glaube ich, auch nicht drin. Aber das muss ja auch nicht sein. Machen wir das mal auf. Haben wir zuerst mal wie meistens die Anleitung, die gar nicht so dick ist. Wir haben hier das Spielmaterial aufgelistet. Dann haben wir hier den Überblick der Spielkomponenten und ja, wie die Karten aufgebaut sind. Dann haben wir den Spielaufbau auf Seite 4 und dann kommt schon der Spielablauf, die im Endeffekt zwischen 4 und 6 Runden geht eine Partie. Und die besteht aus 3 Phasen, so wie es aussieht. Ja, und dann gibt es hier noch die Aktionen, Kosten, Fähigkeiten, Passen. Und dann sind wir schon beim dritten Punkt Sieg. Das heißt, im Endeffekt die Regeln haben wir vielleicht 5 Seiten. Das ist wirklich übersichtlich. Dann haben wir hier noch Spezialfälle bzw. Varianten für 2 bis 4 Spieler bzw. für 2 Spieler. Haben wir noch Komponentenspezialfälle, wo man dann mal nachgucken kann und ein kleines Glossar und am Ende nochmal eine Übersicht. Das ist ja immer mittlerweile bei vielen Verlagen schön gemacht, wird Rückseite der Anleitung nochmal die wichtigsten Sachen zum Spielaufbau und zum Rundenablauf. Ja, und dann haben wir hier schon 3, 4 Plättchen, 5 Plättchen und noch mehr, die hier rumfliegen ein bisschen. Ja, irgendwelche. Das sind offensichtlich Dinge, die man bekommt, wenn man passt. So wie das aussieht. Irgendwelche Boni, Rundenboni könnte das sein. 3 Artefakte ziehen, 3 abwerfen. Hier kann man irgendwas umwandeln, ein Artefakt ziehen. Hier kann man entweder den oder den, das oder das Element ziehen oder nehmen. Also bestimmte Boni, denke ich mir, werden das sein. Dann haben wir hier gleich einen Startspieler-Marker, der auch einen Siegpunkt bedeutet. Beziehungsweise wenn man gepasst hat, muss man sich anschauen, wie das genau funktioniert. Dann haben wir hier ein schönes kleines Insert, wo die 5 Elemente oder 5 Ressourcen drin sind, die wir im Spiel haben. Und die sind auch schön aus Holz und haben eine schöne Form, hier sehr schönes Feuer erkennbar. Und da gibt es natürlich noch andere, die ich jetzt einfach mal hier in einem Bild zeige. Also schön gemacht. Ich finde ja solche coolen Inserts, wenn sie gut gemacht sind, auf jeden Fall nicht schlecht. Dann haben wir hier nochmal Orte. Der Heilige Hain, Ort der Macht. Dort kann halt auch können bestimmte Aktionen genutzt werden. Anscheinend kosten die eventuell auch was. Ich weiß nicht, ob man die dann vielleicht sich auch noch holen kann. Das Korallenschloss hat dann auch bestimmte Funktionen und Siegpunkte und hier sind noch andere Sachen drauf. Hier haben wir nochmal kurz Überblick, Spielaufbau, Rundenablauf, also auch nochmal als Hinweis. Und hier haben wir weitere Orte, Katakomben der Toten, verfluchte Schmiede und auch hier wieder mit bestimmten Kosten versehen und dann bestimmte Aktionen, wo man dann schauen muss, wann man die nutzen kann und Siegpunkte. Ja, schöne Sache. Einige Orte dabei mit den Vorder- und Rückseiten. Dann haben wir hier noch, ich würde mal sagen, Vervielfacher von den Ressourcen, die einfach jeweils 5 darstellen. Da legt man wahrscheinlich eine Ressource drauf und dann soll es dann 5 davon sein, damit man nicht so viele Ressourcen im Spiel benötigt. Ja, ein bisschen komisch ausgeschnitten, aber gut. Auch ganz nett. Und dann haben wir zum Schluss natürlich noch Karten.
Ja, und diese Karten sind verschiedene. Wir haben erstmal wieder noch ein Übersichtsblättchen mit den Essenzen, den fünf verschiedenen. Dann, was die Symbole bedeuten, beliebige Essenz, aber kein Gold. Und ne, beliebige Essenz, aber kein Gold und kein Tod. So eine bestimmte quasi Erklärung von den Symbolen. Dann haben wir weitere von den Aktionen. Zerstöre, abwerfen, dann Fragezeichen Wert X, bezahlen, entfernen, abwerfen bedeutet dieses Symbol. Okay. Dann haben wir hier zwei beliebige Essenzen, gleiche möglich. Und hier gleiche Essenzen einer beliebigen Art, also wenn das Gleichzeichen ist, dann müssen die halt gleich sein. Und so wird das alles erklärt. Und hier nochmal weitere Erklärungen von Symbolen. So hat jeder Spieler das vor sich liegen und kann im Endeffekt damit hantieren und weiß sofort, was diese Sachen bedeuten. Dann haben wir hier Magierkarten. Gehen wir mal so rum. Fangen wir mal an mit den Magierkarten. Da haben wir verschiedene Magier, das könnten schon die sein, quasi als die wir spielen, eventuell, könnte ich mir vorstellen. Vielleicht spielen wir die auch aus, ich kann das nicht sagen. Vielleicht kriegen wir die auch die Hand und spielen die aus. Das kann natürlich auch durchaus sein, und die auch bestimmte Fähigkeiten haben und bestimmte Elemente, Essenzen, die wir dann nehmen können oder Aktionen ausführen können. Das ist ganz schön gestaltet. Dann haben wir Artefakte. Davon eine ganze Menge. Und das sind halt einzelne Karten, die wir dann auch auf die Hand bekommen. Ich glaube, wir bekommen immer nur 8 auf die Hand Karten im Spiel und müssen halt dann schauen, dass wir mit denen das Beste machen. Und hier haben wir zum Beispiel den Drachenzahn, dann hier die, wahrscheinlich die Kosten und dann hier unten die Aktion, die wir damit nutzen können. Ja, ich weiß nicht, ob hier unten eventuell... Ja, was das hier unten bedeutet mit der 1, 2, 3, kann ich nicht sagen. Aber hier Füllhorn, Flammenpeitsche, also auch coole Illustrationen. Auch recht thematisch gemacht, so dass man hier ein bisschen mit mystischen Dingen hantiert. Stein der Weisen zum Beispiel, Feuerdrache, Wasserdrache, verschiedene Drachen. Und die bringen dann Siegpunkte, aber auch noch andere Boni. Ja, okay, das ist also schon mal nicht schlecht. Und dann haben wir hier noch Monumente, die wir bauen können. Offensichtlich die große Pyramide, und die bringen dann wahrscheinlich mehr Siegpunkte noch. Ich weiß gar nicht, wer als erster, glaube 10 Siegpunkte oder so, müsste ich nochmal schauen, was dann im Endeffekt, ja, der, ja, 10 Siegpunkte steht auch da, ist quasi das Ziel. Und da sind natürlich 3 Siegpunkte schon recht ordentlich hier, die im Endeffekt diese Karte bringt. 4 Gold kostet die, also die kosten alle Gold. Und... ja, bei manchen kriegt man halt nur Siegpunkte und bei anderen noch eine Aktion, oder man kann sich Essenzen nehmen oder Karte ablegen und dafür Essenzen bekommen. Oder wenn in Besitz genommen, kann man 6 Essenzen nehmen, allerdings kein Gold. Aber auch wieder tolle Illustrationen, hängenden Gärten. Ja, sehr schöne Sache. Das war es eigentlich schon. Das war das Spielmaterial von Res Arcana, jetzt in Deutschland über Asmodee erhältlich. Wird natürlich auch der Spiel 2019 in Essen zu sehen und zu spielen sein. Ein schönes Spiel für 2 bis 4 Personen. Und ja, werde ich auf jeden Fall mal versuchen, demnächst auf den Tisch zu bekommen. Ist, denke ich mal, auch relativ schnell gespielt. Und von daher auf jeden Fall was, was man schnell mal auf den Tisch bringen kann. Mich würde es freuen, wenn ihr einfach einen Kommentar hinterlasst. Wie hat euch das Video gefallen? Habt ihr vielleicht Res Arcana schon gespielt und könnt dazu was sagen? Ja, ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, wenn ihr die kleine Glocke anklickt und auch vielleicht mal abenteuer-brettspiele.de besucht. Das war's für heute. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann.